Schwestern und Brüder, in der alten Kirche wies der Bischof an diesem Tag den Sündern einen Platz zu. Die Menschen und ihre Büßerhemden wurden gesegnet und mit einer brennenden Kerze wurden sie aus der Kirche herausgeschickt, auf die Schwelle. Dort mussten sie die ganze Zeit über, bis zum Gründonnerstag, da sie wieder eingelassen wurden, verharren. Auf der Schwelle. Sie bekamen noch das Licht mit. Es war also anders als das, woran dieser Vorgang erinnert, als Adam nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben wird, denn die Wüste der Welt entlassen wird ohne dieses Licht. Wir kennen diesen Zustand des offiziellen Sünderseins in der Kirche nicht mehr. Aber der Aschermittwoch bezeichnet genau diesen Ort, nämlich die Schwelle. Und der Aschermittwoch weist uns an diesen Ort, die wir alle durch die Schriftlesungen als Sünder bezeichnete sind. Wenn wir daran denken, was wir im Propheten Joel hörten, von den Kindern bis zu den Greisen, bis hin zum Vieh, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, alle haben gesündigt und sollen Buße tun. So finden wir uns heute hier ein, auf jener Schwelle, an die uns der Aschermittwoch stellt. Es ist ein interessanter Ort, die Schwelle. Es ist nicht ganz draußen, aber es ist auch nicht drin. Diese Schwelle, die uns am Aschermittwoch zugewiesen wird, ist doch im Grunde genommen der Ort des christlichen Lebens immer. Wir gehören hinein, aber durch unser Verhalten katapultieren wir uns manchmal vor die Tür und sind draußen, als Sünder eben. Und doch wissen wir, wie es drin ist, wie lichtvoll, dass es drinnen Erlösung gibt, die auf uns wartet, dass drinnen jemand steht, der uns einlädt und um uns wirbt und uns meint. Und dennoch ziehen wir das draußen so oft vor. Was wir drinnen finden, deutet die Lesung im Propheten Joel im letzten Vers schon an. In der Antwort, die Gott seinem büßenden Volk gibt. Der Herr gab seinem Volk Antwort und sprach, seht, ich sende euch Korn, Wein und Öl, damit ihr euch daran sättigen könnt. Schon die Väter wussten, nachdem dieser Vers seit jeher am Aschermittwoch gelesen wird, hier werden die Sakramente thematisiert, die Mysterien des Volkes Gottes, mit denen Gott sich selber gibt, um uns zu retten. In der Eucharistie, in der Taufe, in der Firmung, in der Vergebung. In all dem, was wir an Zurüstung durch die Sakramente erfahren. Das ist die Werbung Gottes. Und ein zweites. Wenn wir uns heute 40 Tage lang auf den Weg nach Ostern machen, dann ist die Schwelle auch deshalb im Grunde ein gesegneter Ort, weil es einen gibt, wenn wir heute uns auf die Schwelle begeben, den wir dort schon finden. Denn Gott selber ist auf diese Schwelle getreten in Christus. Wie es der Hebräerbrief sagt, der thematisiert und betont, draußen vor der Stadt hat er gelitten. Gott selber geht in Christus jenseits der Schwelle, nach draußen, um niemanden außen vorzulassen, um zu werben, dass niemand verloren geht und draußen stehen bleiben muss. Deshalb, so sehr wir uns der Selbstbeobachtung hingeben in dieser Zeit, die wichtig ist, ich darf Ihnen am Ende dann beim Ausgang auch die Fastenschedula austeilen, die dazu einlädt, wirklich einmal für jeden Tag genaue Beobachtungen bei sich zu machen. Diese Schedula, diesen Zettel, den soll niemand sehen. Der ist nur für Sie selber. Aber diese Beobachtungen in dieser Zeit, in dieser gesegneten Zeit, dienen nicht dazu, dass wir uns nur und ausschließlich und hauptsächlich mit unseren Sünden beschäftigten, sondern wir sind auf dem Weg nach Ostern. Was uns beschäftigen und umtreiben muss in diesen 40 Tagen, ist die Barmherzigkeit Gottes, die nie müde wird, nach uns zu rufen, uns zu meinen, um uns zu werben. Das ist das große Geschenk der Vorbereitung auf Ostern, dass wir diese Barmherzigkeit neu entdecken, dass wir den von draußen sehen, der drinnen auf uns wartet und der, wenn wir recht sehen, draußen neben uns steht, damit uns beides Heimat sei, die Schwelle und das Drinnen, dass wir immer mehr hineinwachsen vom Draußen in das Drinnen.
dass wir unsere Heimat finden und sie benennen können, dass wir wissen, liebe Schwestern und Brüder, wo wir hingehören. Deshalb stehen wir am Aschermittwoch und in den nächsten Wochen auf der Schwelle. Nicht mit dem Blick nach draußen, sondern nach drinnen. Und wir wissen, Christus neben uns, der uns immer wieder ruft und einlädt durch sein Wort, durch das, was der Prophet Joel andeutet in Korn, Wein und Öl, durch das Wohltuende und Heilsame seiner Sakramente, der Mysterien, die im Osterfest gipfeln und zugleich ihren Ursprung haben. Machen wir uns in diesen Wochen auf diesen Weg, lassen wir uns reinigen und einladen, dass wir seine Stimme nicht überhören.